Kapitel 6. Die Hallen von Irrohart. So, ups. 20:35:17. Ja, dann wisst ihr ungefähr, wie viel Uhr ich das aufnehme. So, das mal ausgeschaltet. Dann muss ich da nochmal kurz was gucken. Jetzt will ich aber mit den Leuten nochmal sprechen. Weil ich glaube, die haben jetzt alle ein bisschen was anderes zu sagen. Hey! Wie sieht's aus? Naja, recht gespenstisch die Grotte hier. Das sind doch alles nur Gerüchte. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Korinis entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Das ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Ich bin froh, dass ich dich mitgenommen habe, Diego. Habe ich dir das schon mal gesagt? Ja, ne? Das hört sich nie an. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. So was. Super. Gut, Warte mal. Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Ich brauch... Schaden kannst... Zweihand will ich aber nicht. Gut, ich will jetzt mit den Leuten nochmal alle sprechen. Die haben nämlich jetzt alle noch was zu sagen. Und ich werde mir auch hier echt Zeit nehmen, weil das ist jetzt Endspurt. Ich habe mir das schon mal erzählt. Hast du Erfahrung mit Dracheneiern? Nein, nicht wirklich. Ich habe davon gehört, dass einst ein cleverer Alchemist daraus einen mächtigen Trank brauen konnte. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach dem Rezept. Ich habe keine Ahnung. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Ich glaube, wenn wir den... Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Enos mitgebracht? Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös. Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Super, was hat er denn hier? Drachenwurzel, nehme ich. Kronstöckel, nehme ich. Heilkraut, Heilwurzel, Feuerkraut, Feuerwurzel, Heilpflanze. Das hätte ich dir vorher sagen können. Super. Zweihänder, Rubinklinge, rostiger Zweihänder, Schwert, rostiges Schwert, das da. Kann alles weg. Gut, dann sind wir auch wieder ein bisschen rich. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Was ist da? Alles klar, Milton, dankeschön. Hey, du. Was hat er da vorher? Gewagt geht, glaube ich. Hast du mir etwas zu sagen? Dieser merkwürdige Kerl, der sich Mario nennt, ist mir nicht geheuer. Er strahlt so eine böse Aura aus. Pass auf deinen Rücken auf, mein Freund. Genau, das wollte ich mir halt. Ich weiß das. Ich weiß, dass der Mario ein Drecksack ist. Ich glaube nicht, dass ich. Kann ich die anderen auch noch abziehen? Nee, ne? Hey, du! Da müssen wir nochmal zuhören. Gut, wo ist denn der Watras? Der hat doch bestimmt mir auch noch was zu sagen. Oder der Mario? Gibt's hier jemanden? Nö, okay. Die Hallen von... Ist natürlich
mächtig, ne? Also sieht auch schon richtig geil aus dafür, dass das Spiel 2003. Warte mal. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich kann dir natürlich jetzt Heiltränke geben. Ich habe hier ein Drachenei. Und? Nun, ich dachte. Ich weiß, was du denkst. Vergiss es. Behalte das Ding. Ich will es nicht. Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Gut. Ich will stärker werden. Ein starker Arm wird in Zeiten wie diesen gebraucht. Gut, ich kann hier also noch was trainieren. Ich hoffe, dass der Watras mir noch das eine oder andere zeigen kann, was Runen angeht. Ansonsten... Hey! Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann. Keine Sorge, ich habe das Seelenruf-Amulett. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Bin super froh, dass ich den Watras mitgenommen habe. Lehre mich deine Fähigkeiten. Ich werde tun, was... Alchemie, magische Kreise. Okay, Runen kann er mir nichts trinken. Kannst du mir... Was braucht? Was hat er denn? Nur das Zeug. Okay, macht aber nichts. Feuerregen brauche ich nicht mehr. Eigentlich brauche ich hier ganz viel nicht mehr. Könnte eigentlich jetzt mal im Zeitraffer-Modus ziemlich viel spachteln. Mittlere Wunden heilen brauche ich so an sich auch nicht mehr, weil ich ja die Vollheilung besitze. Okay. Loose Hammer. Doppelter Hammer. Brauche ich alles nicht mehr. Der Rest ist halt eigentlich hier, das habe ich gefunden. So, wollen wir mal gucken, was habe ich denn hier? Ich habe eine Drachenwurzel und einen Kronstöckel. Ich könnte mir einen Stärketrank brauen. Elixier des Geistes, Trank der... Ah ja, stimmt, Geistesveränderung. Ich weiß nicht, ob ich das im Dingsbums drin habe. Ich weiß nicht, ob ich das im Part drin hat. Da gab es nämlich noch eine Quest in der M-Addon. Das habe ich so ein bisschen vergeigt. Und dann habe ich die halt gemacht gehabt, weil ich die selbst noch nie gemacht hatte. Und dann gab es halt irgendwie so einen... konntest du einen Trank der Geistesveränderung herstellen. Das hat mir halt nochmal... Die Quest hat mir nochmal 500 EP gebracht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So an sich... Und später dann konnte ich noch den Trank selbst trinken, weil ich konnte davon zwei Stück herstellen und er hat mir dann für die Stufe nochmal ordentlich EP gegeben. Stimmt, der Mario ist hier etwas weiter hinten. Okay, mit denen habe ich gesprochen. Da drin war ich. So will ich mit den Burschen hier nochmal sprechen. Hey. Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr... Alles klar. Hey! Ich hoffe, du weißt, was du tust, mein Junge. Es wird nicht mehr lange dauern. Behalt den Kopf auf den Schultern und komm wieder in einem Stück zurück. Ist ja klar. Natürlich, Meister Jack. Ich habe einen Ring der orkischen Kriegsherren. Na, oh, habe ich vergessen, dazu. Ich vermute, gehen. Dass Lord Hagen damit etwas anfangen kann. Gib ihn mir. Ich werde ihn Lord Hagen überbringen. Hier hast du ihn. Danke. Ich schätze, du hast sowieso... Nee. Alles gut überstanden? Behandle mich nicht wie einen Idioten. Erledige, was du erledigen musst, und dann übergibst du mir das Schiff. Naja...
So, Lester vertraut dir nicht, Mario. Jetzt kannst du deine Kampfkraft unter Beweis stellen. Langsam. Hab auch nichts anderes von dir erwartet. Abwarten. Ja, ja, ich weiß, was da abgeht. So, iPad kurz weglegen. Oh, das wird wieder spaßig hier. Ich will hier natürlich auch alles abklappern. Also ich muss sagen, mit Musik, mit allem drum und dran haben sie das richtig gut hingekriegt. Also du merkst hier echt, dass hier Schicht im Schacht ist, dass hier der, dass das hier der, das Ort, der Ort des Bösen ist. Super Hafenstadt brauche ich nicht mehr. Ganzen Teleporter-Runen bringen mir jetzt auch nichts mehr. Ork Elite. Was ist denn los, Elite? Komm zu Papa. Ja, das sieht jetzt natürlich alles ganz anders aus. Mit so einem Feuerregen ist natürlich hier gar nichts. Ist hier alles natürlich kein Problem. Ich glaube, ich kann aber noch. Komme ich hier rüber? Ja, ich will aber nochmal speichern. Im Fall, dass ich noch mehr zurückkomme. Ja, das war mir klar. Da habe ich es irgendwie verkackt, den, den Fokus hinzukriegen. Warum machst du mir denn so kompliziert? Ich habe doch nicht umsonst den ganzen Shit gemacht. Gucken, ob hier noch irgendwas zu holen ist oder ob es hier nur ein paar Warane gibt. Nö. Gut. Supi dupi. Ich will hier nämlich noch alles erforschen. Und so gut ich natürlich kann. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich bin immer strakt durchgelaufen. Und habe gemerkt bei dem Spiel, dass das natürlich auch manchmal scheiße sein kann. Dafür brauche ich kein Mana verschwenden. Das ist nur ein Ork und ein Schamane. Den habe ich noch nicht mehr gesehen. Nervt. Feuerregen. Triggern kann. Ist noch ein Krieger und eine Elite, dann kommt mal her. Oh, das hätte ich im Minental super brauchen können. Ja gut, wenn wir uns die Mühe im Minental nicht gemacht hätten, hätten wir natürlich jetzt alles sparen können, ne? Obwohl, ja, das ist wieder so ein Hin und Her, weißt du? Ohne den Kram im Minental hätten wir die EP nicht gehabt, um zum Beispiel na gut, wir hätten es natürlich alles viel besser, einfacher haben können.
weil ich hätte gar nicht so viel Stärke brauchen können. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mit dem Meisterdegen hier komplett alles abrasiere, dann hätte ich selbst nie so viel Lernpunkte in Stärke reingesetzt. Dann wären wir vielleicht bei Stärke bei 100 oder so geblieben. 125 Stärke, hätten ein bisschen mehr auf Geschick reingesetzt. Oder Mana, je nachdem. Und wären dann locker mit dem Feuerregen hier durchgerasselt. Hätten auch anstatt Stärke hätten wir alles auf Leben setzen können. Aber dann hätten wir Probleme mit den Drachen bekommen. Ja, alles nicht so einfach. Na, Butlerfleisch ist zwar ganz nett, aber was haben wir denn hier? Na, ich glaube nicht, dass die Äpfel was bringen werden. Fühlt sich erfrischt, das ist gut, bringt mir aber nichts. Gut, und die Dunkelpilze bringen auch nichts mehr. So, speichern. Ich will mal was probieren. Läuft, ne? Habe ich genug Mana für den Feuerregen? Ja. Höhlentroll ist, glaube ich, nicht ganz so stark. Passt. Das nenne ich mal Spaß. Wir könnten ja was Wichtiges haben, aber ich glaube, das ist alles Schnurz. Aber ich bin trotzdem eine Loot-Sau. Aber lassen Sie es gut gehen. Hier Schinken, Schinken, Schinken. Lecker. Bier, Brot, also die Orks wissen schon, sind nicht zu verachten, so als Völkchen. Ich glaube, die Schamanen haben eher was für mich. Merkst auch direkt, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Es ist alles bedrückend, alles beengend. So. Wein, Wein, oh. Kultivierte Orks. Hier gibt es was. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dafür brauche ich einen Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Shit. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gut, dann muss ich erstmal weiter. Ich muss gucken, ob einer von den Orks vielleicht den Schlüssel hat. Da ist nichts zu holen. Nein? Da ist nichts zu holen. Nein? Okay. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Die Frage.
Orkischer Kriegsherrn, Schlüssel des orkischen Oberst. Ich weiß nicht, ob die mir was erzählt hätten, aber ich glaube nicht. Die Oberste sind. So, von denen trinke ich natürlich so viel ich kann. Der Trank wirkt noch. Ja, mit dem Feuerregen geht es jetzt alles relativ schnell, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich so viel wie möglich Spruchrolle, Spruchrolle, Trank, Trank, Trank. Ich glaube, das ist von jedem ein Trank. Ja. Geil. Mana! Super. Und hier ist auch nochmal alles. Lohnt sich, lohnt sich. Da müsste jetzt auch noch ein Elixier des Lebens dabei sein. Nämlich, ja, super. Oh, geil. Hier siehst du direkt. Nice. 221 Mana. Und was haben wir hier? 100 Gold. Das ist zwar ganz schön, aber das brauchen wir nicht. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, links, rechts. Das bringt alles nichts. Gut. Trotzdem mal speichern, im Fall, dass wir hier irgendwas finden. Na, den hat es irgendwie verhauen. Armer Kerl, aber wieder ein Trank des Lebens. Geil! Wir kriegen hier ordentlich Lebenspunkte dazu. Das ist super. Aha, wen haben wir denn hier? Pedro, du Trüffel. Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Von allen seelenlosen Dreckskerlen, denen ich je begegnet bin, bist du mit Abstand der Schlimmste. Du bist eine Schande für unseren Orden. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich tritt. Na gut. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben. Ich kann dir auch Informationen geben, die dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du. Na gut. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel. Jetzt auch noch eine Bedingung stellen. In Ordnung. Folge mir. Ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Ja, der hat hier natürlich nichts, der arme Kerl. Ich weiß nicht, ich glaube ihm. Weiß nur nicht warum. So, hat sich aber richtig gelohnt. Stärketrank, Mana-Trank, zweimal Lebenstrank. Oh, geil. Geil! Kommst du mit? Oh, Petro. Ist echt lahm wie Sau. Gib den Viechern ordentlich Saures! Wenn du mir jetzt auch noch anfängst, hier die EP zu klauen, dann gibt's aber eher. Naja, ich glaube, mit den EP kann ich jetzt eh nicht mehr viel anfangen. Kann ich dir Bitte. Ich könnte es natürlich so machen.
glaube nämlich, das Schiff wird nämlich angegriffen von den Orks. Aber da wir ja jetzt genug Jungs da haben. Ja, da haben die Orks natürlich keine Chance. Stimmt, das was die Kill. Ja, Lee, hallo, 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 Lee. Da ist der Rest von diesen Drecksviechern. Ich hab's immer noch drauf. Komm her, Drecksviech. Was geht denn hier ab, ey? Ich meine, ich habe echt kein Problem, dass die Jungs sich hier prügeln. Mistvieh weniger. Da sind wir. Ein stattliches Schiff. Hör auf zu schwafeln. Ja, natürlich. Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. So, seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Welche Unholde treiben sich noch auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Shit. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Alles klar. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht... Alles klar. Batras, dir geht's gut? Jo. Gut, 25. Die Frage ist... Kann ich mir noch einen Fünfer... Ja, warum eigentlich nicht, ne? Hey, was machst du denn hier unten? Wenn diese Hölle nochmal über uns hereinbricht, werd ich das Schiff. Mach keinen Mist. Ich krieg das schon hin. Dann beeil. Gut, Jack. Den Jungs geht's gut? Ja, so ein paar Orks, Diego. Hey, du. Wie sieht's aus? Beeil dich ein bisschen. Ach, Quatsch. Den geht sowieso schon der Arsch auf Grundeis. So, ich will eigentlich meinen Mana nicht mehr steigern. Ich möchte jetzt... Ich habe Pedro gefunden. Was? Wo? Hier auf der Insel? Verdammt, er ist aber auch wirklich unglaublich. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Ich werde mit ihm bei Zeiten noch ein Hühnchen rupfen. Hast du... Solange? Ich weiß gar nicht, warum er sich so auf... Die nehme ich gerne. Feuerwurzel, Feuerkraut. Nee, da hat wirklich nichts mehr, ne? Das höre ich zum ersten Mal. Hey! Das hätte er doch besser wissen müssen. So, den Jungs geht's gut. Gut, wir haben auch nur die Besten der Besten mitgenommen. Das ist natürlich klar. Jetzt suche ich nochmal Gorn. Achso, ich dachte, er liest auf einer Tafel herum oder so. Wo ist denn der Gorn? Der kann mir bestimmt Stärke beibringen. Oder der... Schmied. Dann kann ich nämlich diesen Rapier ablegen. Meisterdegen, der hat mir aber gute Dienste geleistet. Hoffentlich können die mir auch ordentlich mal was beibringen. Ein starker Arm.
So. Ah, der Orkschächter sieht schon geil aus. Warte mal. Gibt's da oben noch mehr Orks? Schick sie zu mir. Ich bin gerade warm geworden. Oh, ich liebe Gorn. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn vom ganzen Herzen. Wirklich. Gorn, es sind auch noch mehr Orks. Schick sie rüber. Ich bin gerade erst warm geworden. Oh, Nordhagen, wenn du so jemand wie Gorn hättest gegen die Orks, dann hättest du aber echt. Anstatt den Gorn festzuhalten im Miental, hättet ihr den einfach mal zur Verteidigung einsetzen sollen. So, was haben wir denn jetzt? 92. 92-1 ist natürlich ein großer Malus, aber dafür halt, naja, 120, 60, 10, 130, 130 ist okay. Wir sind ja immer noch Meister, also von daher 10 mehr Damage ist eigentlich nicht schlecht und Mana haben wir eigentlich auch genug. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir noch so viel davon brauchen werden. Nicht mit dem Feuerregen. So. Ich habe noch andere Amulette. Suchenden Irrlichts, Innos göttliche Aura. Schutz vor jeglichen Schaden. Seelenruf-Amulett, Ring des orkischen Kriegsherrn. Ring der Steinhaut. Was habe ich denn hier? Ring der Unbesiegbarkeit. 3355. Okay. Unbezwingbarkeit. Ja, ist immer schwierig. Zweimal Unbesiegbarkeit wäre natürlich geil. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich mache hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Macht's gut. Ciao.